Herzlich willkommen zu Fallout 4 hier bei Let's Multiplay. Die, die mich kennen oder gut kennen, wissen, dass ich ein riesengroßer Fan der Fallout-Serie bin. Deswegen konnte ich es absolut nicht erwarten, bis Fallout 4 released wird. Und was soll ich sagen? Ich freue mich. Ich habe Gänsehaut. Man sieht es, glaube ich, ein bisschen. Wir starten jetzt mal das Spiel. Ich habe noch nicht reingeguckt. Also komplett unvoreingenommen. So. Ein neues Spiel starten. Ich bin echt gespannt. Ich freue mich. Ja. So, wir können hier unser Gesicht anpassen. Suchen uns mal ein nettes Gesicht hier aus. Oh, das passt doch schon ganz gut. Dann machen wir uns mal groß und muskulös. So wie ich halt eben auch aussehe, ne? Naja, ansatzweise. So. Enter. Erledigt. Sehr schön. Charakter bestätigen. Jo, läuft. So, geht er jetzt duschen? Nee. Er speichert erstmal automatisch. Hey, Schatz. Nora heißt unsere Frau. Ich beeile mich ja schon. Keine Sorge. Genau. Beeil dich mal ein bisschen. Gute Dame. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Wir sind hier noch in der Vault drin, oder? Ah, nee. Wir sind nicht in der Vault. Ich glaube, das ist die Vorkriegszeit. Fensterpüree. Fancy Letzkuchen. Lamb-Kor Mac and Cheese. Mindestens haltbar. Für immer. Stimmt, weil es mit Atom angereichert wurde. So, Abraxo. Wenn's richtig aus dem dritten Teil werden soll. Richtig. Ich frage mich aber selber, hier fehlt noch eine Fliese. Okay. Was haben wir noch hier? Waschmaschine aktivieren. Ein großartiges Produkt von General Atomics International. Läuft. Das soll Cotsworth erledigen. Stimmt, wir haben ja Cotsworth, unseren wunderbaren Roboter. Da ist er. Ah, guten Morgen, Sir. Danke, Cotsworth. Danke. Schön gemacht, die Grafik. Kann man echt nicht anders sagen. Reflexion, also Cotsworth sieht nochmal echt... Also Mr. Handy, besser gesagt. Der Roboter sieht echt noch genial aus. Wo ist denn mein Kaffee? Hallo? Kaffee? Kaffee? Gibt keinen Kaffee. Schade. So, was müssen wir machen? Hey, Schatz. Nervös? Musst du nicht sein. Hm. Immer nur das gleiche Zeug. Das klingt nach einem Stinker. Ich sehe mal nach. Oh, wir haben sogar ein Kind. Ich hatte Kaffeetasse? Meine Zweifel, aber Cotsworth kommt wirklich super mit Sean zurecht. Aber irgendwo steht dort bestimmt noch eine Pip-Boy-Vault-Figur oder sowas, oder nicht? Ja, gucken wir mal. Holoband-Abspielgerät. Ein paar alte Holoband-Aufnahmen. Hm. Gut. Aus Kanada nähert sich eine Kaltfront und zu Halloween, das heißt, wir sind... Ich bin so stolz auf Sie. ...irgendwo im Oktober. Höchstwahrscheinlich. Ah, hier ist unser kleiner Stinker. Sean. Oh. Komm mal hier, komm mal hier. Ja, Cotsworth. Dafür wirst du ja auch bezahlt, ne? Fassen Sie die Wäsche nicht an. Mach ich nicht. Oh. Es hat an der Tür geklingelt. Vermutlich ein Vertreter. Gucken wir mal, wer da steht. Mhm. Das ist anscheinend nicht unsere Haustür. Unser Haus ist wahrscheinlich hier. Ah, so. Guten Tag. Guten Morgen. Ich komme von Vault-Tec. Natürlich. Rede weiter. Schön, Sie anzutreffen. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Seit Monaten versuche ich das. Diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Hier bin ich. Ja, das sind Sie. Ja, das sind Sie. Typischer Vertreter. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben. Also werde ich mich kurz fassen. Zeit sehr ist kurz. Ja heutzutage äußerst wertvoll. Zeit ist nicht mehr Geld. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Tata. Vault 111. Vault 111. Sehr schön. Gibt es auch genug Platz? Platz für die ganze Familie, oder? Aber sicher. Natürlich. Aber sicher. Abgesehen von Ihrem Roboter, natürlich. Genau. Der Gute, ich habe mich gerade an ihn gewöhnt. Zugang. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen überprüfen.
Es soll ja reibungslos laufen, im Falle einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Ha, natürlich. Ja, nein. Sarkastisch? Das Ende der Welt? Na endlich! Wurde ja auch Zeit. Das ist die richtige Einstellung. Nun, also dann... So. Das war alles. Ach, das ging ja schnell. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Keine Unterschrift, kein Nix. Danke nochmal. Hey. Tschüss. Können wir ruhig schlafen? Was, wir können ruhig schlafen? Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Natürlich nicht. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Ja. Oh Gott. Gehst du hin? Ich glaube, dass schon fast Halloween ist. Aber er will. Wir müssen Seans Kostüm fertig machen. Alle sprechen gleichzeitig. Cotsworth spricht, Nora spricht. Ja, dann mach nochmal Platz, Herr Cotsworth. Ja, ich laufe mal los und kümmere mich um das kleine Kind hier. Nehmen wir das jetzt bestimmt mal auf den Arm. Gucci, 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 Gucci. Dreh das Mobile ein bisschen. Das mag er. Yeah. Gleich fallen die Atombomben. Hey, wie geht's? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. A walk in the park. Und was dann? Ja, das klingt eigentlich ganz gut. Frauen sollte man nämlich immer zustimmen. Oh Gott, der Roboter. Atombomben. Öffnen wir mal die Tür. Was kommt jetzt? Der Kontakt zu unserem Partnersender scheint abgebrochen zu sein. Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole. Atombomben. Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Ach, hey. Tja. Vielleicht sollten wir schnell weglaufen. Ja. Jetzt aber fix. So. Und wohin? So. Jetzt. Männer und Kinder zuerst. Nora, los, los, los. Jetzt aber schnell hier in die Vault. Alles gut. Ich bin hier. Los! Los, los! Das sieht eigentlich so ganz schön aus. Also ich meine, wenn wir das nächste Mal aus der Vault rauskommen, falls wir überhaupt jemals lebend da ankommen, sieht es bestimmt nicht mehr so schön aus. Also alles nochmal schön. Alles nochmal schön in die Gedanken aufsaugen. So. Wir stehen auf der Liste. Kinder. Natürlich. Männlicher Erwachsener. Weiblicher Erwachsener. Okay, viel Glück, Mann. Läuft. Mann, Frau, Kind, rein. Gehen Sie jetzt bitte weiter. So, sehr gut. Komm schon, Frau. Ich lasse die Frau lieber zuerst rein, hoffen, dass sie auch ein Jahr überlebt. Die Blöße will ich mir nicht geben. In die Mitte. Ja, los, Nora. Rauf, rauf, rauf. So. Sehr schön. Gut. Frau und Kind sind drin. Ich liebe euch. Ja. Wir lieben dich auch. Ups, da ist ein Atombombe niedergegangen. Ja, jetzt mal schnell runter hier. Uiuiui, das ist aber knapp jetzt hier. Das war knapp. Quasi Rettung in letzter Sekunde. Der Rest ist ausradiert. Natürlich machen wir das. Wir bringen sie alle in ihrem neuen Zuhause unter. Vault 111. Eine bessere Zukunft. Tja, zum Glück haben wir gerade auch unterschrieben. Also gehen wir ja die Treppe hinauf. Ich glaub, die Treppe hinauf. Hinauf. So. Nein, denken Sie nur nicht daran. Sie sind jetzt Safety Check. So. Neuen Bewohner gehen bitte geordnet weiter. Ja, wir gehen geordnet weiter. So. Sehr schön. Wir sind anscheinend nicht verseucht. Ich nehme mal den Anzug. Kann ich auch von... Ah, jetzt kann ich auch von außen spielen. Folgen Sie dem Arzt. Ach, ihm hier sollen wir folgen. Okay. Entschuldigung. Wir laufen mal mit.
Natürlich. Das sagen sie zu jeder Einrichtung. Siehst du, die anderen sind natürlich auch großartig. Ja, wir spielen ja in Boston. Soweit, so viel war ja schon bekannt. Meine Eltern sind unten in DC. Wie lange werden wir wohl hier? Ja, die Eltern sind wohl nicht mehr in DC. Zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Prima, oder? Der Voltanzug ist so geschnitten, dass er nicht nur bequem ist, sondern auch gut aussieht. Bereit für die Zukunft, oder? Sie interessant. Hoffentlich fühlen Sie sich hier schnell wie zu Hause. So, und jetzt, Maestro. Hallo. Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Ah. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Wir haben es nicht eilig. Alles nee, nee. Gut. Eben. Oben geht ja auch gerade die Welt unter. So. Dekontaminationskapsel. Einfach mal rin in den guten, das gute Ding. So. Es folgt eine Entseuchung, Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannend. Zeit für ein ganz neues Leben. Läuft. Bewohner sicher. Und jetzt werden wir eingefroren. Ach, doch nicht. Ich dachte, wir wären jetzt irgendwie eingeschläfert oder so. Oh. Oder wir werden doch eingefroren. Tja, hätte man uns das mal eher gesagt, ne? Dann hätten wir vielleicht anstatt Kälte Hitze genommen. Kälteschlaf beendet. Wenn ich das schon höre, dann gehen wir mir über die alle Alarmglocken an, ne? Mhm. Ah, unsere Frau ist immer noch da. So. Hallo? Ja. Das sieht wahrscheinlich nicht ganz so gut aus. Wahrscheinlich wird sie jetzt mal eben abgemurkst, erschossen oder so. Das ist wahrscheinlich auch die Story. Wir suchen die Menschen, die unsere Frau getötet haben. Und unser Kind. Ich kann mit E, kann ich hier gegen die Scheibe hämmern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, das riecht nach Ärger. Das Gesicht merke ich mir.